Hi Leute, hier ist Christian. Wenn ihr in den letzten Tagen oder Wochen auf Social Media unterwegs wart, was ihr wahrscheinlich wart, dann wisst ihr, dass es ziemlich viele Leute gibt, die inzwischen Verschwörungstheorien verbreiten, unter anderem auch der vegane Koch Attila Hildmann, der ja schon früher in Erscheinung getreten ist durch ziemlich kontroverse Aussagen und merkwürdiges Verhalten. Allerdings ist es jetzt quasi so schlimm wie noch nie, indem er angefangen hat, Verschwörungstheorien von KenFM oder von Xavier Naidoo oder anderen vertrauenswürdigen Quellen zu teilen. Und ich dachte, angesichts der Tatsache, dass er einige durchaus heftige Thesen aufstellt und anscheinend auch bereit ist, die deutsche Freiheit mit Waffengewalt zu verteidigen und zu nicht angemeldeten Demonstrationen aufruft, dachte ich, dass es vielleicht mal interessant ist, sich die Hauptthesen von Attila Hildmann ein bisschen näher im Detail anzuschauen und zu gucken, ob das tatsächlich stimmt. Denn Attila Hildmann sagte, dass bislang noch nie jemand seine Thesen entkräftet hat, was auch nicht stimmt, weil das macht so ziemlich jeder auf Instagram. Allerdings hier mal eine Zusammenfassung in Videoform. Bill Gates will die Mehrheit der Menschen umbringen mit Hilfe von Impfungen. Bill Gates ist das neue Feindsymbol der Anti-Corona-Bewegung geworden, in dem ihm so ziemlich alles vorgeworfen wird, von er möchte die Menschheit chippen, er möchte Leute sterilisieren, er möchte 1 Milliarde Menschen umbringen. Was davon stimmt eigentlich? Zum Thema Sterilisierungen. Bill Gates hat Geld gegeben für eine Tetanusimpfung in Kenia und katholische Bischöfe in Kenia haben angeblich Proben von diesem Impfstoff im Labor analysieren lassen und sind auf ein Hormon gestoßen, von dem sie behaupten, dass es Frauen sterilisieren würde. Allerdings lässt sich dieses Hormon kaum dazu eignen, Menschen dauerhaft zu sterilisieren und kann in vielleicht hohen Dosen zeitweise empfängnisverhütend wirken, aber auch nicht in den Dosen, die da angeblich gefunden worden sind. Von daher, es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Bill Gates mit Impfungen Menschen sterilisieren möchte. Zum Thema digitale Zertifikate oder Mikrochips, die Bill Gates uns mit Hilfe von Impfungen implantieren möchte. Es gibt tatsächlich einige Kapseln, zum Beispiel der sogenannte VeriChip, mit dem RFID-Chips in kleine Kapseln gepackt werden, die einem dann irgendwie hier in die Häute zwischen den Fingern gespritzt werden kann. Was zum Beispiel ein VIP-Club in Rotterdam ganz lustig fand, um damit seine VIP-Kunden auszurüsten, damit die quasi sich damit identifizieren konnten. Allerdings hat das nichts damit zu tun, dass es digitale Gesundheitszertifikate geben soll, was im Prinzip so eine Art digitaler Personalausweis ist. Das heißt, dass persönliche Gesundheitsinformationen verschlüsselt übertragen werden können und möglicherweise zentral gespeichert werden, wie das zum Beispiel bei Steuerninformationen so ist, mithilfe der Steueridentifikationsnummer. Allerdings hat Bill Gates selbst explizit gesagt, dass obwohl er glaubt, dass es irgendwann digitale Gesundheitszertifikate geben wird, zum Beispiel durch diese NGO namens ID 2020, hat er gesagt, dass das nicht in Form von Mikrochips erfolgen wird, weil warum auch? Man hat ja auch eine EC-Karte, mit der man zahlt, die EC-Karte wird einem ja auch nicht irgendwie in die Haut untergeschoben. Warum sollte das in Form eines Mikrochips sein? Ich weiß es nicht. Jedenfalls gibt es keinerlei Belege für diese These, dass Bill Gates uns Mikrochips spritzen möchte. Attila hat zudem ein Video geteilt, von dem er behauptet, dass es Beweis dafür ist, dass Bill Gates die Weltbevölkerung um 1 Milliarde Menschen reduzieren möchte oder um 10% reduzieren möchte. Ich habe beides gefunden bei ihm auf Instagram und auf Telegram. Das ist schon eine ziemlich heftige Anschuldigung, denn Hitler und Stalin zusammen haben ungefähr 40 Millionen Menschen getötet und 1 Milliarde wäre 25 Mal diese Anzahl Menschen, die Bill Gates töten müsste. Und er wäre damit der schlimmste Diktator in der Menschheitsgeschichte. Hat Bill Gates das denn tatsächlich gesagt? Attila verwendet gerne einen Clip aus einer TEDx-Rede von Bill Gates von 2010, in der Bill Gates darüber spricht, dass wir zu viele Treibhausgase ausstoßen. Was ja, glaube ich, eigentlich auch unumstritten ist. Es sei denn bei so ein paar Leuten von der AfD, die nicht glauben, dass es den Klimawandel gibt. Aber im Grunde genommen ist das das Argument. Es werden viel zu viele Treibhausgase ausgestoßen und wir könnten die Treibhausgasemissionen dadurch reduzieren, wenn wir weniger Menschen wären. Allerdings ist das nicht genau, wie Bill Gates es meint. Was Bill Gates gesagt hat, ist das hier. First we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Was Bill Gates also sagt, ist, dass wir das Bevölkerungswachstum reduzieren könnten, sprich die Rate, mit der sich die Weltbevölkerung vermehrt. In ärmeren Ländern ist es häufiger der Fall, dass Frauen mehrere Kinder haben, zum Beispiel bis zu 6,9, wie im afrikanischen Land Niger, was dazu dienen soll, um aufgrund der hohen Kindersterblichkeit zumindest ein paar von diesen Kindern erwachsen werden zu lassen, die dann wiederum
die Eltern unterstützen können, wenn die Eltern alt sind und nicht mehr erwerbsfähig sind. Bill Gates sagt, dass wenn wir medizinische Bedingungen verbessern, auch zum Beispiel durch Impfungen, dass dann weniger Kinder sterben und Leute keinen Anreiz mehr haben, so viele Kinder zu haben. Dementsprechend könnte es durch verbesserte Gesundheitsbedingungen zu einem geringeren Bevölkerungswachstum kommen und im Endeffekt wird es dann zum Beispiel nicht 9 Milliarden Menschen irgendwann auf der Erde geben, sondern nur 8 Milliarden Menschen, was besser fürs Klima wäre. Das hat rein gar nichts damit zu tun, eine Milliarde Menschen umzubringen, sondern es hat alles damit zu tun, weniger Menschen auf die Welt zu bringen. Was daran jetzt genau satanisch oder verwerflich ist, das verstehe ich nicht. Eine weitere Verschwörungstheorie bezüglich Bill Gates ist, dass Bill Gates laut KenFM gesagt haben soll, dass 700.000 Menschen Opfer werden der Corona-Impfung, die es übrigens noch nicht gibt. Es gibt keine Corona-Impfung momentan. Das Zitat, das KenFM auf seiner Webseite publiziert hat, ist bewusst falsch übersetzt, ist bewusst verkürzt übersetzt, denn was Bill Gates im eigentlichen Zitat sagt, ist das folgende. The efficacy of vaccines in older people is always a huge challenge. You know, it turns out the flu vaccine isn't that effective in elderly people. Most of the benefit comes from younger people not spreading it because they're vaccinated, and that benefits on a community basis the elderly. Here, we clearly need a vaccine that works in the upper age range because they're most at risk of that. And doing that so that you amp it up so it works in older people and yet you don't have side effects. You know, if we have, you know, 1 in 10,000 side effects, that's, you know, way more, 700,000 you know, people who will suffer from that. So really understanding the safety at gigantic scale across all age ranges, you know, pregnant, male, female, undernourished, existing comorbidities, it's very, very hard. Was Bill Gates damit meint, ist, dass es bestimmte Impfungen gibt, die zum Beispiel in älteren Leuten nicht sehr effektiv sind, was ein Problem ist, weil das Coronavirus ja vor allem ältere Menschen betrifft. Dementsprechend sagt er, wir brauchen eine Impfung, die für alle Leute funktioniert. Und dann stellt er den hypothetischen Fall auf, dass eine Impfung zum Beispiel eine Quote von 1 zu 10.000 Nebenwirkungen haben könnte. Sprich, eine Person von 10.000 Menschen, die diese Impfung bekommen, würden Nebenwirkungen erfahren. Das wären also auf globaler Skala ungefähr 700.000 Menschen. Und dann sagt Bill Gates, dass das natürlich nicht tragbar ist, sondern dass wir eine Impfung haben müssen, die sicher ist und die keine Nebenwirkungen verursacht. Was Bill Gates also sagt, ist das komplette Gegenteil von dem, was Attila da rein interpretiert. Bill Gates sagt, wir dürfen nicht so viele Nebenwirkungen haben. Was KenFN und Attila daraus machen, ist, dass Bill Gates völlig fahrlässig agiert und es bewusst in Kauf nimmt, dass 700.000 Menschen irgendwie Impfschäden haben werden oder vielleicht sterben. Das ist sehr undeutlich formuliert in dem, was sie sagen. Das ist überhaupt nicht das, was Bill Gates sagt. Bill Gates sagt das komplette Gegenteil. Zum Thema Bill and Melinda Gates Foundation. Auch ein beliebtes Hassobjekt von den Anhängern der Fake News und der alternativen Fakten. Die Bill & Melinda Gates Foundation wurde schon vor langer Zeit gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen zu verbessern, indem man den Wohlstand, den Bill Gates sich mit seinen Investitionen und mit Microsoft geschafft hat, vernünftig einsetzt und es halt nicht nur auf der hohen Kante liegen hat, damit Bill Gates jetzt in einer Badewanne aus Diamanten sitzt und sein Geld zählt. Die Bill & Melinda Gates Foundation investiert zum Beispiel sehr viel in Gesundheit, zum Beispiel in die Malaria-Forschung oder Polio oder andere vermeidbare Krankheiten, die das Leben von ziemlich vielen Leuten, die halt nicht das Glück haben, in Deutschland zu leben, ziemlich scheiße machen können. Attila sagt jetzt, dass die Spenden, die die Bill & Melinda Gates Foundation macht, gezielt eingesetzt werden, um politischen Einfluss zu üben und um bestimmte Organisationen zu kaufen. Konkret sagt er zum Beispiel, dass Bill Gates die Weltgesundheitsorganisation gekauft hat. Wenn man sich allerdings anguckt, wie viel da jetzt tatsächlich reingespendet wurde von der Bill & Melinda Gates Foundation, sind das ungefähr 9,8% des gesamten Budgets der Weltgesundheitsorganisation. Und dass man mit 9,8% jetzt nicht unbedingt eine Organisation kontrollieren kann, das muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Zudem hat Attila mit einer völlig konfusen Infographic, die irgendwie die Bill & Melinda Gates Foundation mit so allem verbindet, es so dargestellt, dass selbst Christian Drosten, der Virologe, zum Teil von der Bill & Melinda Gates Foundation gekauft wurde, weil die Bill & Melinda Gates Foundation 250.000 Euro an die Charité gespendet hat. Ich glaube, dieses Jahr war das. Allerdings hat die Charité auch ein Budget von 1,7 Milliarden Euro, dass man sich also mit 250.000 Euro von
1,7 Milliarden Euro auch keinen Mehrheitsanteil an der Charité kauft oder irgendwie Christian Drosten kaufen kann. Ich glaube, das dürfte jetzt auch erstmal unstrittig sein. Was können wir daraus lernen? Selbst die Quellen, die Attila benutzt, sagen eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was Attila da jetzt reininterpretiert. Und das ist ziemlich häufig der Fall bei allem, was er so postet und was KenFM auch postet, dass wenn man eigentlich auf die originalen Quellen geht und wenn man sich mal anguckt, was dann tatsächlich Leute sagen oder welche Finanzflüsse da tatsächlich vorhanden sind, ist deren These widerlegt. Zum Thema Corona ist doch gar nicht so schlimm. Das ist auch eine Sache, die offiziell auch von der AfD im Bundestag vertreten wird. Das finde ich schon ziemlich perfide, denn es gibt noch sehr, sehr viele Sachen, die wir nicht über das Coronavirus wissen. Das ist ein neues Virus, es ist nicht einfach so geplant oder im Labor hergestellt worden, wie Trump das jetzt darstellt oder wie Attila Hildmann das auch anscheinend denkt, sondern es ist ein Virus, das zum ersten Mal im Dezember in China aufgetreten ist und über das wir noch sehr, sehr vieles nicht wissen. Es ist zwar verwandt mit dem Virus, das zum Beispiel SARS ausgelöst hat, 2003 war das, glaube ich, allerdings hat es nicht die gleichen Eigenschaften und wir stehen mit der Forschung gerade noch sehr, sehr weit am Anfang. Attila sagt zum Beispiel, das Coronavirus hat eine 98%ige Überlebensrate und ist deshalb jetzt nicht so schlimm. Allerdings stecken da, glaube ich, zwei Denkfehler drin. Der erste Denkfehler ist, dass wir gar nicht wissen, ob die Überlebensrate 98% ist, weil die Statistiken, die wir haben über die Todeszahlen und auch über die Überlebendenzahlen bzw. die Infektionszahlen, nicht repräsentativ sind und nicht vollständig sind. Es gibt wahrscheinlich mehr Tote, es gibt auch viel mehr Infizierte. Deshalb kann sich das noch ändern, wie viele Leute da jetzt tatsächlich am Ende von Corona sterben. Das wissen wir wahrscheinlich erst am Ende der Pandemie. Der zweite Denkfehler ist, dass 2% jetzt nach sehr, sehr wenig klingt und dass es deshalb ja nicht so wichtig wäre, jetzt da irgendwas gegen zu tun, weil es ist ja nur eine Grippe oder so. Das stimmt schon mal nicht, weil die Symptome, die das Coronavirus auslöst, völlig anders sind und auch zum Teil heftiger sind. Auch Leute, die Corona überleben, aber eine schwere Infektion hatten, können zum Beispiel Nierenschäden davontragen. Das macht jetzt eine normale Erkältung erstmal nicht, würde ich sagen. Vergleichen wir das jetzige Coronavirus mal mit vorherigen Coronavirus-Ausbrüchen, zum Beispiel SARS oder MERS. Während des Ausbruchs von SARS wurden 8098 Menschen infiziert, 774 sind am Ende gestorben und während des MERS-Ausbruches wurden 2519 Menschen infiziert, wovon 866 Leute gestorben sind. Das jetzige Coronavirus hat schon mehr als 4 Millionen Leute infiziert und mehr als 300.000 Tote gefordert. Auch wenn die Mortalitätsrate aufgrund des jetzigen Coronaviruses möglicherweise geringer ist als die von SARS oder MERS oder naja, wahrscheinlich ist sie geringer, heißt das nicht, dass es auf einmal ungefährlich wird, weil sich das Virus einfach sehr stark ausbreitet und dadurch viel mehr Menschen sterben als durch andere Ausbrüche. Außerdem finde ich das schon ziemlich perfide zu sagen, dass 98% ja nicht so schlimm ist, sprich auf die 2% kann man pfeifen. Wenn man sich das durchrechnet, wenn 50% der deutschen Bevölkerung das Virus bekommen und davon 2% sterben, sind das immerhin noch 830.000 Menschen. Und dass man dann halt sagt, so ja, das ist halt egal, das ist nicht so viel. Solche Äußerungen finde ich dann schon ziemlich menschenverachtend, auch wenn man sich überlegt, dass Attila immer behauptet, er würde für das deutsche Volk sprechen. Außer die, die älter sind oder irgendwelche Vorerkrankungen haben. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass 80-Jährige noch gerne ihren nächsten Geburtstag feiern würden oder den Geburtstag ihrer Enkelkinder feiern würden. Sprich, das Coronavirus breitet sich rasant aus, das Coronavirus hat bislang schon viele Menschen infiziert und auch getötet. Und nur weil die Mortalitätsrate jetzt nicht so hoch ist wie von anderen Viren, bedeutet das noch lange nicht, dass es nicht gefährlich ist und dass wir nichts dagegen tun müssen. Attila scheint ein sehr fragiles Ego zu haben und jedes Mal, wenn ihm irgendjemand widerspricht, sieht er das als Beweis für eine Meinungsdiktatur an und führt gerne heran, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr gäbe, beziehungsweise dass wir uns in einer Diktatur befinden. Wenn man sich überlegt, dass Attila die merkwürdigsten Verschwörungstheorien verbreiten kann, Jens Spahn als Spahnferkel bezeichnen darf, Angela Merkel, Bill Gates und Madonna als irgendwelche satanistischen Helfer von der neuen Weltordnung bezeichnen darf und er das immer noch frei in die Welt rausposaunen darf auf Instagram und auf Telegram und dass ihn bislang noch niemand abgeholt und ins Gefängnis gesteckt hat durch den Staat, würde ich das schon erstmal als Indiz dafür werten, dass es immer noch Meinungsfreiheit gibt. Es stimmt, dass viele Läden Attilas Produkte nicht mehr listen, aber das hat auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Weil Attila unter Meinungsfreiheit anscheinend versteht, dass man tun und sagen darf, was man will und man dafür nicht belangt wird. Aber es ist ja auch die Meinungsfreiheit von Supermärkten, sich von Attila zu distanzieren, wenn sie das untragbar finden, was Attila sagt oder dass sie nicht mit Attilas Marke in Verbindung gebracht werden möchten, weil sie halt denken, dass das ihren Umsätzen schadet.
das ist halt ein Feature der freien Marktwirtschaft, nämlich dass niemand gezwungen werden kann, mit irgendjemand anderem einen wirtschaftlichen Vertrag einzugehen. Wenn Supermärkte denken, dass sie Attila nicht unterstützen können, ist es ihr gutes Recht, diese Produkte von Attila auch nicht mehr zu listen. Das hat rein gar nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern das hat Attila sich ganz einfach selbst verbockt. Fun Fact am Rande übrigens, Attila spricht immer davon, dass die Presse ja gelenkt sei und alle jetzt irgendwie von der neuen Weltordnung oder von den Bilderbergern gesteuert werden. Wenn aber dann jemand tatsächlich etwas schreibt, was irgendwie Attila passt, dann wird das auch gerne mal verwendet. Zum Beispiel Ausschnitte aus der Bild-Zeitung oder sogar RTL. Dafür ist es sich dann wiederum nicht so schade. Das ist dann halt kein Staatsfernsehen oder das ist keine Meinungsdiktatur, wenn sie das sagen, was er gerne hören möchte. Dass sie auch zum Teil das sagen, was er gerne hören möchte, ist ja auch eben nochmal ein Beweis dafür, dass es eine freie Presse gibt und dass es Meinungsfreiheit in Deutschland gibt. Die deutsche Regierung ist eine Marionette der Bilderberger und alle unsere Politiker sind installiert, zum Beispiel Angela Merkel oder Jens Spahn. Diese Bilderberger-Verschwörungen gibt es ja schon eigentlich, seitdem es die Bilderberger-Konferenz gibt, nämlich seit 1954. Aber fangen wir doch erstmal mit dem zugrunde liegenden Argument an, nämlich, dass es irgendwelche dunklen Mächte gibt, die Deutschland kontrollieren und dass Deutschland nicht mehr vom Volk aus regiert wird. In Deutschland gilt nach wie vor der Grundsatz, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Unsere Regierung ist ja auch demokratisch gewählt. Wir haben ja Angela Merkel und Jens Spahn und all diese Menschen haben wir ja gewählt bei der letzten Bundestagswahl. Und wenn man damit jetzt nicht mehr zufrieden ist und halt findet, dass die irgendwelche Scheiße bauen, heißt das noch lange nicht, dass Angela Merkel und Jens Spahn aufgrund von einem diktatorischen Prozess an die Macht gekommen sind. Sondern das haben wir dann ganz einfach selbst verbockt. Übrigens, es steht jedem frei, eine neue Partei zu gründen, wenn man es denn möchte. Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Parteien. Es gibt so viele kleinste Parteien, die nie eine Chance haben werden, in den Bundestag zu kommen. Wenn man das aber machen möchte, bitte, tut's doch einfach. Das ist wieder ein Indiz dafür, dass wir eine Demokratie haben, in der es freie, geheime, regelmäßige Wahlen gibt und sich jeder zur Wahl stellen kann, der möchte. Man muss halt nur die 5%-Hürde schaffen. You go, FDP. Jetzt aber zu dem eigentlichen Argument, nämlich dass die Bilderberger irgendwie jetzt Deutschland kontrollieren. Das Bilderberger-Treffen ist seit 1954 ein jährliches Treffen von einflussreichen Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, grob gesagt. Im Vorfeld einer Bilderberger-Treffen wird nur der Tagungsort bekannt gegeben und die eigentliche Gästeliste wird erst im Nachhinein bekannt gegeben, ist aber öffentlich einsehbar. Und die genauen Themen, die diskutiert werden, sind ebenfalls im Wesentlichen streng geheim. Auf diesen Bilderberger-Treffen werden eigentlich Fragen zu internationalen Beziehungen und zur Wirtschaftspolitik diskutiert, zwischen ungefähr 2.500 Teilnehmern jedes Jahr. Und was Attila jetzt behauptet, ist, dass Merkel und Jens Spahn durch die Bilderberger in ihre Machtposition in Deutschland installiert wurden, mit dem Augenmerk, dass man dadurch die neue Weltordnung durchsetzen kann, indem man Merkel und Jens Spahn wie Marionetten spielt, und das ist Quatsch. Erstmal ist das Bilderberger-Treffen rechtlich informell, es hat keinerlei Gesetzgebungskraft und es hat deshalb auch keinerlei Macht oder Machtbefugnisse, irgendetwas durchzusetzen. Es gibt tatsächlich nur sehr, sehr wenig Beweis dafür, dass irgendwas, was die jemals diskutiert haben oder wo die dachten, hey, das ist eine tolle Idee, dass das am Ende auch durchgesetzt wurde. Das können die nicht machen und das muss halt trotzdem durch die normalen nationalen Parlamente, durch das EU-Parlament etc. Und es ist nicht so einfach, wie Attila sich das vorstellt. Zum Thema Karrieresprünge von großen Politikern, das ist ebenfalls ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Er hat zum Beispiel wiederholt gesagt, dass Angela Merkel 2005 auf einem Bilderberger-Treffen war und dann 2015 Bundeskanzlerin wurde. Allerdings ist Merkel bereits seit 2005 Bundeskanzlerin, dem Jahr, in dem sie auf dem Bilderberger-Treffen war. Das könnte jetzt natürlich heißen, dass, aha, die fanden sie gut, und bei der nächsten Wahl wurde sie gewählt. Das Bilderberger-Treffen 2005 fand zwischen dem 5. und 8. Mai statt und Angela Merkel wurde am 30. Mai zur Kanzlerkandidatin der CDU für die vorgezogenen Bundestagswahlen 2005 ernannt. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, aha, innerhalb von 22 Tagen haben die geschafft, dass Angela Merkel irgendwie Bundeskanzlerin wurde oder Kanzlerkandidatin wurde. Allerdings ist das ein ziemlich merkwürdiges Argument, denn Angela Merkel war ja schon ab dem Jahr 2000 Bundesvorsitzende der CDU und hat danach eigentlich durch geschicktes politisches Manövrieren ihre Machtposition stetig weiter ausgebaut. Und dass sie dann im gleichen Jahr auf dem Bilderberger-Treffen war, in dem sie halt auch zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, das ist wohl eher ein Zufall. Und der Fakt, dass sie zur Bundeskanzlerin gewählt wurde,
ist wohl eher darauf zurückzuführen, dass sie in der richtigen Partei war und dass sie eine geschickte Machtpolitikerin ist. Jens Spahn war 2017 ebenfalls auf einem Bilderberger-Treffen. Allerdings war er schon zwischen 2015 und 2018 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und dann ab 14. März 2018 tatsächlich Bundesgesundheitsminister. Dass er quasi in der Zeit, in dem er was beim Bundesfinanzamt gemacht hat, auch auf einem Bilderberger-Treffen war und danach irgendwann Bundesfinanzminister wurde, da haben wir ebenfalls keinerlei Quellen dafür, dass das irgendein Kausalzusammenhang ist, sondern er war halt wie Angela Merkel eine wichtige Person, die deshalb zu diesem Bilderberger-Treffen eingeladen wurde. Dass sie aber eingeladen wurden, um sie in eine bestimmte Machtposition zu installieren, das ist auch ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass es genauso viele, wahrscheinlich sogar mehr Politiker gibt, die es geschafft haben, sehr viel Einfluss zu gewinnen in ihren Ländern, ohne dass sie jemals auf einem Bilderberger-Treffen waren. Die Hygienediktatur. Attila Hildmann wirft Jens Spahn vor, dass er im Wesentlichen ein Ermächtigungsgesetz verabschiedet hat, das ihm unbegrenzte Macht gibt und dass er somit die komplette Gesetzgebung in Deutschland aushebeln kann. Das stimmt so nicht. Erstmal ist der Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz ziemlich schwach, denn das Ermächtigungsgesetz 1933 hat, wie ihr vielleicht wisst, Hitler die Macht gegeben, so ziemlich alles zu tun, ohne das Parlament zu fragen. Sprich, Hitler konnte tun und lassen, was er wollte, und das hat dann zu seiner diktatorischen Macht geführt und dann im Wesentlichen auch ermöglicht, dass es zum Beispiel den Holocaust gab. Das aktualisierte Infektionsschutzgesetz, was gestern verabschiedet wurde, gibt zwar in bestimmten Situationen dem Bundesgesundheitsminister, der halt aktuell Jens Spahn ist, weitreichendere Befugnisse, als es sie bislang gab. Allerdings heißt das in keinem Fall, dass er jetzt unbegrenzte Macht in Deutschland hat und dass die Macht des Parlaments komplett ausgehöhlt wird. Es gab übrigens im Parlament Debatten darüber, ob diese Befugnisse jetzt nicht zu weitreichend sind. Und Vertreter von zum Beispiel der AfD oder auch der FDP haben gesagt, das geht ihnen zu weit. Allerdings hat trotzdem eine Mehrheit im Bundestag dafür entschieden. Sprich, wenn ihr solche Entscheidungen nicht wollt, dann hört einfach auf, CDU und SPD zu wählen. Was das neue Infektionsschutzgesetz tatsächlich sagt, das muss ich jetzt ablesen, weil es ansonsten zu viel ist, ist zum Beispiel, dass jetzt auch negative Corona-Tests an das Robert-Koch-Institut weitergeleitet werden müssen, dass die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet werden können, Corona-Tests grundsätzlich zu übernehmen oder dass die Gesundheitsämter jetzt auch erfragen müssen bzw. feststellen müssen, wo sich denn jemand jetzt am wahrscheinlichsten angesteckt hat. Das hat nichts damit zu tun, dass Jens Spahn jetzt ein Diktator wird. Er kann jetzt Ausnahmen zu bestimmten Verordnungen erlassen, was natürlich problematisch sein kann, weil er dafür nicht unbedingt den Bundestag fragen muss. Allerdings ist das nur in einem ganz bestimmten Sektor der Gesetzesgebung so und ist auch nur zeitlich begrenzt. Das heißt also nicht, dass Jens Spahn jetzt auf einmal hier alle Leute ins Gefängnis stecken kann, weil die gegen Jens Spahn sind. Das hat damit überhaupt rein gar nichts zu tun und ist ein vollkommen hanebüchener Vergleich. Und jetzt als kleinen Bonus meine Lieblingstheorie, das Adrenochrom. Attila, KenFM und andere Leute sind der Meinung, dass es eine kleine Weltelite gibt, die süchtig ist nach einer Droge namens Adrenochrom, die ihrer Meinung nach nur aus Drüsen von kleinen erschreckten Kindern extrahiert werden kann und nur wenn die noch lebend sind, weshalb dann zum Beispiel Bill Gates oder Madonna oder wer war da noch bei betroffen, natürlich Hillary Clinton, dass die Kinder entführen lassen, daran an den Kindern satanistische Rituale durchführen, um die Kinder dann im Wesentlichen bei lebendigem Leibe aufzuschneiden und irgendwie aus deren Drüsen diese Droge zu trinken. Attila Hildmann hat diesen Begriff tatsächlich mal gegoogelt und ist darauf gekommen, dass Adrenochrom eine Wikipedia-Seite hat. Und es stimmt, Adrenochrom ist tatsächlich eine real existierende Substanz, die allerdings überhaupt nicht das tut, was er glaubt, was sie tut. Adrenochrom entsteht beim Abbau von Adrenalin im Körper und hat eigentlich keinerlei berauschende Wirkungen. Es gab aber einen Schriftsteller, der diesen Begriff richtig lustig fand oder irgendwie richtig faszinierend fand und dementsprechend hat er dann gesagt, dass Adrenochrom diese Droge von den Welteliten ist. Dass allerdings es einen real existierenden Stoff namens Adrenochrom gibt und dass es dann einen Schriftsteller gab, der behauptet hat oder der in einer Geschichte, in einer fiktionalen Geschichte erzählt hat, dass dies eine berauschende Droge von den Eliten sei, die sich aus Kindern extrahieren lasse. Ja, wir glauben ja auch nicht Benjamin Blümchen. Also warum wir das jetzt glauben sollen, das weiß ich jetzt auch nicht. So, das war ein Schnelldurchlauf durch die Thesen von Attila Hildmann, die ich jetzt wohl alle gründlich widerlegt habe. Die Zahlen, die ihr in Klammern seht, beziehen sich jeweils auf die Quellen, die ich unten verlinkt habe, die zum Teil tatsächlich die Quellen sind, die Attila Hildmann genannt hat. Aber wenn man diese Quellen tatsächlich liest, sieht man halt, dass das, was er da reininterpretiert, überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun hat und überhaupt nichts damit zu tun hat, dass jetzt Bill Gates
uns alle töten will. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch erheitert oder euch vielleicht eine andere Meinung gezeigt, wenn ihr glaubt, dass ich ein Schlafschaf bin, das keine eigene Meinung hat. Ich habe eine eigene Meinung, ich kann kritisch denken, ich setze mich mit allem auseinander, ich finde auch nicht alles gut, was die Regierung macht. Deshalb wähle ich ja jetzt auch nicht zum Beispiel CDU und FDP, sondern andere Parteien. Das heißt allerdings nicht, dass ich jetzt komplett zum anderen Extrem überschwenke und glaube, dass Bill Gates uns alle töten möchte, obwohl es dafür überhaupt keinerlei Beweise gibt oder dass Deutschland eine Diktatur ist, was sie nicht ist.